Willkommen, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren News-Video, in dem wir kurz besprechen, was das Creative Assembly Team am 17. Juli, also vor schon ein paar Tagen, veröffentlicht hat bezüglich der Spiele, die sie gerade entwickeln und an was die Teams momentan im Juli 2018 arbeiten. Und wir werden außerdem noch uns ein paar der News angucken, die hier nicht in dem Bericht drinstehen, sondern nur auf Reddit zu erfahren gewesen sind, wenn man das verfolgt. Und hier steht unter anderem auch drin, so ein bisschen wann der nächste DLC und FreeLC rauskommt. Und wir gucken uns auch hier einmal das neue FreeLC im Vergleich zum alten an. So, wir springen einfach mal rein. So, übrigens, kleine Werbung, Werbeeinlage, wie so oft. Klickt auf den Mogel-Link unter der Videobeschreibung und sucht hier nach irgendeinem Spiel, das euch interessiert. Und mit etwas Glück gibt es hier das Ding zu einem Sonderangebot, wie zum Beispiel Vermintide 2 für 13 Euro. Dawn of War 3 ist nicht sonderlich gut, aber 6,50 Euro kann man dafür wahrscheinlich ausgeben. Vermintide 2 gibt es auch und alles mögliche andere Zeug. DLC ist manchmal auch günstiger. So, genug davon, wir gucken uns die News an. Zuerst geht es um Thrones of Britannia, an dem das Saga-Team arbeitet, und ich will hier keinen Hehl draus machen, aber ich bin kein großer Freund von Thrones of Britannia. Ich habe das kurz gespielt und war leider nicht ganz so überzeugt davon. sie haben ein Balance-Update rausgebracht, das scheinbar positive Rückkopplung gegeben hat, und es wird ein weiteres Update für dieses Spiel geben. Und mit neuen Inhalten, bla bla blub, soweit so gut. Und im nächsten Update wird es eine ganze Reihe von substanziellen Änderungen, durchgeführt werden, aufgrund von Spielerfeedback. Bla bla blub, dann gibt es mehr Tiefe und Granularität, was auch immer. Ich weiß nicht, spielt ihr Thrones of Britannia? Ich spiele es nicht, sonst hättet ihr es auf dem Kanal gesehen, weil es einfach nicht so wirklich sich so richtig reingehauen hat. Auf jeden Fall kommt irgendeine neue Mechanik rein, die lose auf der Religionsmechanik von Attila und auf der Kulturmechanik von Rom 2 basiert ist, also auch wieder nicht so wirklich was Neues. Und so weiter, natürlich passend zu der Thrones of Britannia Periode. Dann gibt es noch hier, könnt ihr drauf klicken, und erzählt einer der Spiel-Directors ein bisschen was darüber, über dieses Update. Das machen wir jetzt nicht. Wir lesen lieber weiter unten weiter. So, es gibt weitere Neuigkeiten vom historischen Team, die an dem Zhongguo Update Three Kingdoms arbeiten. Ja, ja, ich sage nicht dieses Wort mit CH am Anfang. Über das ihr wisst, ihr euch immer beschwert, wenn ich es sage. Ich nenne es vielleicht Chuna. Chuna. Ja, Chuna. Das wird euch gefallen, oder? So muss man das aussprechen. Es gab einige Preise auf der E3 für das, was gezeigt worden ist. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel davon gesehen. Schauen wir mal, ob es diese Vorschusslorbeeren verdient hat. Die Dinge waren sehr geschäftig mit dem Three Kingdoms Titel seit ihrem letzten Blog-Eintrag. Sie sind zur E3 gegangen, haben ihr erstes Gameplay gezeigt und eine Reihe von beeindruckenden und tollen Preisen bekommen. Gut, wie auch immer. Die Fans und die Presse waren sehr aufgewühlt von der Demo. Übersetze ich jetzt mal excited. Und da kommt noch mehr. Gut. Die Entwicklung läuft weiter. Sie arbeiten an den neuen Kampagnensystemen, das sich an den Larger than Life, also heldenhaft dargestellten, ähnlich wie in Warhammer die Helden wahrscheinlich dargestellten, Helden und bösen Charaktere konzentriert. Da gab es ja in dem letzten News-Video, was ich gemacht habe, eine Ankündigung, dass es einmal den Fantasie-Modus geben wird und einmal den historischen Modus, die sich wohl leicht unterscheiden werden. Welchen werdet ihr spielen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und es wird auch ein neues Feature geben, das es ermöglicht, jemanden in den Rücken zu fallen, also jemanden zu verraten, was die ganze Erfahrung mehr persönlich und unerwarteter als jemals zuvor machen wird. Und darüber werden sie uns in den nächsten Monaten noch mehr erzählen. Alles klar, also ehrlich gesagt keine wirkliche Neuigkeit zu Three Kingdoms.
Dann als nächstes das Arena-Team Ambiorix. Arena ist auch ein Spiel, da muss ich sagen, gefällt mir persönlich nicht sonderlich gut. Ihr spielt da, glaube ich, 10 gegen 10 mit 3 Regimentern und levelt euch auf, so im Stile von allen möglichen anderen Arena-Games wie World of Tanks. Ich glaube, es macht sogar die gleiche Firma, oder bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann auch sein, dass sie nicht machen. Die kriegen wohl einen neuen Commander, nämlich Ambiorix für die Barbaren-Fraktion. Blablablub, geschichtliches. Und er kriegt mehrere Häute bzw. Skins, also Outfits, wie wir schon hier sehen können. Okay, will ich jetzt auch gar nicht zu genau drauf eingehen. Kommen wir lieber zu dem interessantesten Punkt auf diesem Kanal. Seien wir ehrlich, das interessiert mich und das interessiert euch. Fantasy New Content Team Warhammer 2. Und wir sehen, wie ein Todesrad auf wundervolle Art und Weise eine Reihe von Dunkelelfen überfährt, und das muss man einfach mögen. So, sie sagen, es gibt hier nicht viel zu berichten von ihrem Team, abgesehen von dem, was in dem letzten Blog-Eintrag geschrieben worden ist. Sie arbeiten immer noch am nächsten Kampagnen-DLC für Warhammer 2, aber das ist immer noch eine ganze Weile entfernt. Wir können auch sagen, dass wir schon tief in der Designphase sind und sie werden gerade neue und interessante Kampagnenmechaniken entwickeln. Und zusätzlich haben sie die neueste Version des FreeLC Arrays, den ihr kostenlos mit Total War 2 in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen Abständen bekommt, veröffentlicht. Das gab es ja schon eine Weile nicht mehr. Hier sehen wir, das erste, was rausgekommen ist, war die Mortal Empires Kampagne, wenn man sowohl Warhammer 1 und Warhammer 2 gehabt hat. Dann kam der Labor-Modus, der, naja, sich bisher eher wenig Zuspruch oder wenig Nutzung entgegengesehen hat. Dann kam Tragic Craventail dazu, ein ganz netter neuer legendärer Lord, der läuft ja so ein bisschen nebenher eine Kampagne bei mir auf dem Kanal. Dann das Multiplayer Map Pack mit diesen Elfenkarten. Dann Alit Anar, der zusammen mit dem mit den Hochelfen neuen legendären Regimentern und Dunkelelfen legendären Regimentern gekommen ist, allerdings kostenlos. Und zusammen damit kam auch der Skulls, der Bone Giant, der Necrolith Titan, der Fernkämpfer für die Grove-Könige dazu. Was als nächstes ansteht, ist ein legendärer Lord für die Dunkelelfen. Ich denke, das hier ist ziemlich eindeutig eine Dunkelelfen-Festung oder Dunkelelfen-Gebäude. Und zusammen damit wird wahrscheinlich gleichzeitig noch ein weiterer legendärer Lord kommen, den man noch nicht so gut erkennen kann, aber sie sind Palmen und Bäume. Daher denke ich, können wir recht sicher sein, dass das ein Echsenmenschen-Lord sein wird. Und damit hätten wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und fehlen noch zwei weitere FreeLCs, die man bekommen wird, die dann zu einem späteren Zeitpunkt released werden. Hier gab es übrigens auf Reddit einen ganz netten Screen, auf dem man gesehen hat, dass sich das irgendwie ein bisschen verändert hat. Hier hat jemand gehofft, hier bei diesem Symbol vom Echsenmenschen, aber dann kam dann doch die Gruftkönig, aber gut, gelb kann auch für Wüste stehen, insofern denke ich hier. Ach so, natürlich hier, der legendäre Lord, hier war ja diese Azteken-Pyramide drauf und die Echsenmenschen-Spieler haben sich schon gefreut, dass sie einen neuen Lord bekommen, und dann war es nix. Dann kommt Alit Anar. Tja, man fragt sich warum, aber so ist es nun mal. Und ich denke, dann ist das hier schon sehr, sehr klar, dass das wirklich ein Echsenmenschen-General sein wird. Wer das jetzt hier sein wird, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht genug in der Lore drin. Aber gut, macht nichts. Hier unten steht noch ein bisschen weitere Info zum Fantasy-Team, das in der Pre-Production gerade ist, und das bedeutet, sie entwickeln gerade Total Warhammer 3. Hier ist auch ein kleiner Hinweis reingeschrieben. Keine neuen News vom Fantasy-Team, aber die Vorproduktion geht weiter mit vielen Diskussionen, Ideen und Konzepte, die durch die Gegend im Studio fliegen. Und sagen sie, es ist absolutes Chaos. Und da wird ein bisschen das Geheimnis aufgedeckt, das schon lange kein Geheimnis mehr ist, nämlich, dass sich der Total War Warhammer 3 Teil um vermutlich die Endzeit drehen wird und die Invasion des Chaos. Und wir hier sicherlich unter anderem Chaos-Dämonen erhalten werden. Gut, so viel dazu. Es gibt allerdings noch weitere Neuigkeiten, nämlich interessiert euch sicherlich, wann die neuen DLCs zu erwarten sind. So, erstmal gab es hier auf Reddit einen recht ausführlichen Blog-Eintrag von Rich ACA, der
geschrieben hat, warum und wann der nächste DLC rauskommt. Ich habe hier so ein bisschen rumgeguckt und hier hat Grace, also die Community Managerin von Creative Assembly, direkt gesagt, das nächste Lord Pack wird erst 2019 herauskommen. So, und das nächste Lord Pack ist dieses hier. Ja, also das nächste FreeLC Content Package kommt also frühestens in, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Juli. Halbes Jahr. Ja, 5 Monate bis 6 Monate werden wir das sehen. Vielleicht kommt es ja zu Weihnachten. Das ist der eine Punkt. Und es gibt allerdings ein weiteres Kampagnenpaket, das noch dieses Jahr herauskommen wird. Allerdings erst im späteren Verlauf dieses Jahres. Und das schätze ich mal, das wird, glaube ich, nicht vor Oktober rauskommen. Oktober frühestens, vielleicht eher November. So, also neues Kampagnenpack mit einer neuen Armee, wie es immer so gewesen ist. Welche könnten es sein? Es muss eine Armee sein, die gut in die bisherige aufgedeckte Karte reinpasst. Vielleicht kommt jetzt eine schöne neue Armee für Tilea oder Kislev oder Amazonen oder Ogerkönigreiche oder wer weiß. Könnte eine ganze Menge sehr schickes Zeug sein. Moment mal, was gibt's für fehlende Rassen momentan noch? Es gibt die Halblinge. Huh. Das wäre cool. Pygmäen. Was haben wir noch? Arabi, Katai, Affenmenschen. Die könnten vielleicht noch dazukommen. Chaoszwerge wären auch eine Möglichkeit, aber ich gehe davon aus, die werden eher mit Warhammer 3 kommen. Also sind noch eine Menge, die reinkommen können. Ich tippe mal darauf, dass es vielleicht Kislev sein wird oder Arabi oder Tilea. Das halte ich noch für am wahrscheinlichsten, aber ohne wirklich einen großen Grund zu haben, das hier sozusagen. Ist einfach nur Spekulation. Gut, als nächstes gab es einen Leak über Soundfiles, nämlich hat hier jemand gesehen, dass es für Skaven bereits eine Reihe von Soundbites für Rattling Guns und legendäre Regimenter der Skaven gibt. Das wird dann ich kann mir gut vorstellen, dass es zusammen mit dem Kampagnenpack rauskommt oder später hier in diesem Bereich, irgendwann mit Total Warhammer 2, wird es wohl rauskommen. Gut, ja, es gibt auch noch hier eine Begründung, warum es so lange dauert, dass dieser nächste DLC rauskommt. Also einerseits der Kampagnenmap, das Kampagnenpack und dann auch noch der FreeLC. Hier gibt es einen Eintrag von RichACA auf Reddit. Hier könnt ihr einfach danach suchen, wenn ihr Lust habt. Steht letzten Endes nur drin, dass das Spiel immer komplizierter geworden ist. Gerade durch die neue Addition von der Mortal Empires Kampagne neben der, der Vortex Kampagne neben der Mortal Empires Kampagne. Dass sie jetzt alle neuen Additionen für beide Kampagnen programmieren müssen und das dauert unter anderem immer länger und das Balancing wird auch immer schwieriger. Nun, und sie wollen es diesmal richtig machen und keine totale OP-Fraktion rausbringen. Gut. Wir hoffen, das stimmt. Oh, übrigens, neuer legendärer Lord für die Dunkelelfen. Dazu wollte ich einem noch was sagen. Ich hoffe, die Dunkelelfen kriegen einen Lord, der doppelt so stark ist und halb so teuer wie Malekith, denn die Dunkelelfen haben es echt nötig. Also, Malekith kostet weniger als Lorleon Coeur, macht ihn im Nahkampf fertig. Seine Zauber sind auch besser als die von meist und vielen anderen Lords und Zauberern. Ja, das brauchen die Dunkelelfen wirklich. Also wenn eine Fraktion noch nicht genug Generäle und Einheiten und Gedöns hat, dann auf jeden Fall die Dunkelelfen. Like das Video, wenn ihr mir zustimmt. Wenn ihr mir nicht zustimmt, liked es auch. Danke. Gut, dann noch den letzten Punkt. Der historische neue Content, an dem in Rome 2 gearbeitet wird. Spielt ihr noch Rome 2? Ich spiele es nicht, aber Total War, das Total War Team hat sicherlich einen Grund, daran weiterzuarbeiten. Es gibt das Ancestral Update, das Vorfahren Update. Und das kam wohl vor einiger Zeit heraus und da gibt es jetzt eine offene Beta-Version. Da gibt es dann einen neuen Familienstammbaum mit einer ganzen Menge neuen Bugfixes und Verbesserungen zu dem Rome 2 Spiel. Alles klar. Kann man hier sich weitere Details
dazu durchlesen. Interessiert mich jetzt allerdings nicht wirklich primär. Und das war es auch schon. Also wir wissen, nochmal ein weiterer starker Hinweis darauf, dass Chaos ein Fokus wird von Warhammer 3. Wir wissen, dass dieses Lord Pack hier erst Anfang 2019 rauskommt. Und wir wissen, dass der nächste Kampagnen-DLC mit einer bisher noch unbekannten Fraktion noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres rauskommen wird. Also frühestens Oktober, vermute ich. Und das sind die Neuigkeiten, die ich denke, die Warhammer Total War 2 Fans besonders interessieren. Und damit wäre das hier jetzt auch schon am Ende angekommen, dieses Video. Keine Ahnung, wie lang es ging, muss ich nachher auch prüfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, vergesst nicht den Mogalink unter dem Video. Ich habe auch einen Humble Bundle Link, da gibt es auch andere nette Sachen. Ja, motiviert mich, damit ich mir ein paar mehr Döner leisten kann. Oder Subway Sandwiches. Na gut, so, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.